Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Der Super Bowl 2018 steht vor der Tür. Naja, der Wurf war jetzt grenzwertig, aber ich habe gefangen. Die Saison ist voll im Gange und wir machen wieder Burger. Dafür tauschen wir den gegen die geilen Buns von Eat the Ball. Und was wir da für einen Burger draus machen, zeige ich euch jetzt. Freunde, wir machen heute den Touchdown Burger. Eine super knoblauchlastige Geschichte, ganz einfach gemacht. Was wir dazu brauchen, sind natürlich zuerst mal die geilen Buns von Eat the Ball. Bam! Die habe ich übrigens am Dienstag früh bestellt und die sind am Mittwoch gekommen. Wenn ihr am Dienstag bestellt und das Passwort Tailgate eingebt, dann spart ihr euch sogar das komplette Porto für die Geschichte. Geile Nummer. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein bisschen Tomate. Wir brauchen Zucchini. Wir brauchen natürlich für den Knoblauch-Touch meinen Aioli-Parmesan-Dip. Video verlinke ich euch unten, geht ganz einfach, 2 Minuten. Hackfleisch, Bacon, ein bisschen Käse, in dem Fall Gouda und Cheddar-Käse, Salz, Pfeffer, Ketchup. Das war's, los geht's. Wir starten mit dem Hackfleisch. 100% Bio-Rinderhack. Könnte aber auch gemischt nehmen, aber mir ist das Rinderhack immer am liebsten. Einfach grob absalzen. Ordentlich Salz und Pfeffer und schön durchkneten das Ganze. So, und aus unserem Hackfleisch formen wir uns jetzt kleine Patties. Am besten schon mal so ein bisschen in Footballform. Muss nicht perfekt sein, aber dadurch, dass die Burgerbrötchen ja nicht so groß sind, muss das Fleischpatty halt auch nicht so groß sein. So sieht das schon mal ganz gut aus. Zack, eine kleine Vertiefung in die Mitte. Und so machen wir jetzt alle. Also so ungefähr sollten die dann aussehen. Die gehen jetzt nochmal für 20 Minuten ab in den Kühlschrank. Zu den Tomaten, keine große Kunst, das sind jetzt Flaschentomaten. Die sind also ein bisschen länglicher. Das ist ganz gut, weil die schneiden wir uns jetzt länglich einfach in Scheibchen. Dann passen die da auch super auf den Burger rauf. Und die Zucchini schneiden wir uns vorne und hinten ein Stückel ab. Und dann nehmt ihr euren Sparschäler und zieht euch erstmal natürlich hier ein bisschen was von der obersten Schicht weg. Und hier ziehen wir uns jetzt schöne Streifen raus, die wir auch auf die Grillplatte mit drauflegen. Freunde, wir sind jetzt draußen am Grill angekommen. Es kann eigentlich losgehen. Ich habe die Grillplatte drauf. Die sollte jetzt auch Temperatur haben. Da geht es noch mal ein bisschen Fett rüber. Und jetzt können wir auch schon starten, dass wir unsere Patties auflegen. Ja, da ist Dampf drauf. Die Patties erstmal, ich würde sagen, 3 Minuten von der ersten Seite. Und nebenbei fast vergessen, schmeißen wir natürlich auch den Bacon schon mit drauf, damit der ordentlich knusprig werden kann. Die Baconstreifen, die in der Zwischenzeit fertig werden, die ziehen wir schon mal oben auf den Rost drauf, damit die mir nicht ganz verbrennen. Und dann können wir auch gleich unsere Burger drehen. Ja, circa 3 Minuten. Einmal drehen. Sehr schöne Farbe. Und schön warm hier die Geschichte. Sehr geil. Und nochmal 2-3 Minuten. Während die zweite Seite brät, bekommt schon mal jeder unserer Patties einen ordentlichen Käseberg. Oh, das wird geil. Sehr, sehr schön. Und nebenbei schmeißen wir auch noch unser Grünzeug hier mit drauf, damit es ein bisschen Temperatur ziehen kann. Und als Zeittisch habe ich hier noch ein bisschen Nachos. Die kriegen auch noch mal den restlichen Käse hier von mir. Mal schauen, wie schnell das schmilzt. Und während die ganze Sache vor sich hin schmilzt, nicht vergessen, die Brötchen noch auflegen, damit die auch noch ein bisschen Farbe bekommen hier.
Sehr schön. So, unser Fleisch ist gleich fertig. Unsere Brötchen haben auch ein bisschen Farbe bekommen. Wir fangen jetzt an, den Burger zu bauen. Auf die Unterseite einfach von meiner Parmesan-Aioli ordentlich was drauf. Ah, das wird wieder so eine schöne Sauerei. Aber der Knoblauchkick ist unbeschreiblich geil. So, auf das Aioli geht jetzt schon mal ein bisschen Bacon rauf, damit uns der nicht wegrennt nachher. Super geil knusprig geworden. Bam. Bam. Und unsere angebratene Zucchini. Ich liebe ja Grillzucchini, ne? Das hat so eine spezielle Note. Zack, zack. Da geht jetzt unser wunderschöner Fleischberg drauf. Eine Scheibe Tomate. Und noch ein bisschen Ketchup ganz oben drauf. Und dann ist er doch schon wieder größer geworden, als ich wollte. Zack. Deckel rauf. Ein bisschen drücken und einen Pieker durch. Sonst hält das nicht. Ich mache mal einen Teller fertig und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Freunde, das ist mein fertiger Touchdown-Burger. Ich probiere jetzt noch für euch. Muss man jetzt natürlich ein bisschen quetschen, die ganze Geschichte. Stechelchen raus. Verzeiht mir, wenn ich wieder aussehe wie ein Schwein danach. Hm. Sehr geiler Burger mit dem besonderen Knoblauchkick. Kann ich nur empfehlen, macht das mal nach. Holt euch mal die Buns von Eat the Ball. Zum Nachtisch haben die auch noch eine geile Geschichte, die ich jetzt gefunden habe. Die haben sie einmal gefüllt mit Peanut Butter Jelly und einmal mit Nuss-Nougat-Creme. Ja. Also wirklich zum Reinlegen, die Dinger. Wenn es euch gefallen hat, macht den Burger mal nach. Abonniert den Kanal, ballert Kommentare, über ein Like würde ich mich freuen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der laufenden Saison. Ich wünsche euch viel Spaß beim Super Bowl, viel Spaß beim Football gucken generell. Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.